Und ich würde sagen, Early Game ist maximal so bis Tag 50 bis 70. Danach würde ich sagen Mid Game und nach der ersten Late Game Crisis würde ich sagen End Game. Wenn die erste Late Game Crisis durch hast. So würde ich es einstufen, aber vielleicht. Legendary Location, wie viele Champions hast du schon gemacht? Champions 2. Legendary Locations. Ganz, ganz viele, bestimmt. Warum? Es ist wichtig. Ist das wert? Ist auf jeden Fall was wert. Wert. Und das Schild wollen wir niemals haben. Das Schild wollen wir niemals haben. Die Axt wollen wir übrigens auch nicht haben. Und die beiden auch nicht. So. Mal auch verkaufen. Na, weil du dann jetzt endlich den Bounty Hunter einstellen kannst, kann ich leider nicht. Dazu brauche ich drei Named Items, Xan, und die besitze ich nicht. Darauf ist aber eine der Dinge, die ich vorhab eigentlich demnächst zu machen. Wenn ich immer noch neue Gegner finde und andauernd neue Events bekomme. Ja gut, Events würde ich jetzt nicht krass als Content zählen. Weil viele Events ähneln sich ja doch relativ stark. Finde ich persönlich. Ich habe keine Legendary Location bis jetzt discovered. Mal angenommen, ich würde den Alchemisten rauskicken. Du meinst den Bounty Hunter, das ist der mit Named or Legendary Items. Der mit mehr Champions kommt und du kriegst Geld für Champions. Und das andere ist der Cartographer, wo du für Entdeckungen Geld kriegst. Aber den habe ich auch noch nicht, weil ich auch keine Legendary Location habe. Also ist wurscht, ich habe beides nicht. Und ja, ich könnte den Alchemisten mal setzen mit irgendwas. Mit dem Blacksmith zum Beispiel. Wenn meine Sachen sich schneller reparieren. Würde ich sagen. Cook habe ich nicht. Dabei brauche ich zu viel Essen. Essen bietet sich bei mir nicht an. Wir sind übrigens auf 3800 Fame. Cook plus Surgeon. Ja, aber da holen sie Leute sehr schnell. Da hast du schon recht. Du hast ja recht. Ich sag ja gar nichts, aber... So viel Essen finde ich nicht. Das ist übrigens das falsche Menü. Für Essen. 1, 2, 3, 4 Essen würde ich hier finden. Da komme ich maximal auf 7. Fehlt mir immer noch ein Essen. Ich hasse dich übrigens immer noch mit dem Helm heute Morgen. Ich habe voll häufig legendäre Helme. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Und wir machen hier die Escort-Quest. Das ist aber ziemlich lang, deswegen sollten wir unser Essen verkaufen. Ach so, wir sollten aber ein Essen sollten wir schon noch haben, was bis reinhält in die Stadt. So, das muss reichen. Ich habe alles außer Helme und sind nur named, nicht legendär. Ja? Was soll ich denn sagen? Geralf. The Zealot, a wandering devotee of Tough Cult. Cool, wir haben ein Wandering. Okay, wo ist er denn? Hier, was kannst denn du? Asthmatiker. Geh weg. Tschüss. Was soll denn die Scheiße? Was will ich denn mit einem Asthmatiker in so einer Truppe? Wie ist denn der in die Wüste gekommen? Ich sehe da hinten, da sind sie in der Stadt. Oder was? Also, warum immer plus 1, Sonix? Du machst nur plus 1 dort. Legendäre Items bekommt man nur in legendären Locations oder in legendären Gegnern. Nicht zu verwechseln mit Champions. Ja, ich weiß, es ist der Lifestruggle. Das lohnt sich übrigens, wenn du nicht komplett bei drauf gehst. Ich glaube, Lifestalker ist hart am Kämpfen. Wäre auch ziemlich smart, dass es sich richtig hart lohnt, wenn es so schwer ist. Du bist kein wirklich guter... Wir haben dir Shield Expert gegeben. Ja, das 3 nehme ich nochmal. Also Treffen tut er gut. Plus 4 hätte ich, glaube ich, nochmal ganz gerne. Dann werden hier, glaube ich, nochmal plus 4 resolved. Die Frage ist, welchen Skill nehmen wir denn jetzt?
Hier ist es gar nicht so geil. Nehme ich was Steel Bro, damit er kein extra Damage auf Kopf kriegt. Pathfinder zu besser laufen. Rotation zum Manipulieren der Dingensbums. So, this is any negative status effect with finite duration bleeding charmed. Unresisted effects have their duration reduced to one turn. Aha. Bleeding ist auch dann nur ein Turn. Das. Okay, wenn es aber fest zu one turn ist, dann sollte man doch Leute, die hier diesen Lingering Trait haben, dass es eine Runde länger dauert, eigentlich Resilient geben und hat das damit komplett gekontert. Oder geht es auf zwei Turns? Weil es sich irgendwie komisch aufeinander stackt. Killing Friends ist einfach. Ich will den Damage haben. Ich will den Damage haben. 10 Tools und Supplies. Ja, also Livestock, wir können glaube ich alle nicht helfen. Du bist ein Stückchen weiter, als ich's bin. Das ist so ziemlich 236 mehr Tage habe ich noch nie in einem Game, in einem Spielstand zugebracht. Nicht einmal. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier gelang gelaufen? Hyenas. Und die könnte man natürlich jagen können. Da wir noch unseren Schlangenölhersteller haben. Ich muss gleich mal was zu trinken holen, nochmal. Nach der Quest. Die Quest machen wir noch fertig, dann hol ich mir was zu trinken. Weißenschaft ist hier oben. Mal immer wieder vorbeischauen, was da abgeht. Ich glaube, mit denen müssen wir immer noch allied sein, oder? Undorf. Ne. Weiß nicht, doch, weiß ich schon noch allied. Und gucke hier, Eisenstein ist nur friendly. Und Brunnendorf ist auch nur noch very friendly. Nicht mehr allied. Der Allied-Status ist schon viel wert, was das Geld angeht. Und jetzt bis jetzt einfach gar nichts. Wir kriegen 2000 Kronen dafür, dass wir 2 Tage durch die Gegend reisen. Oder 3 Tage. Ist das gerade richtig? Weil hier einfach keine Untoten rumlaufen. Die Untoten-Pandemie ist ja nicht. Die ist in. Sag's doch. Plethora of Young Orcs. Aber die gehen nicht auf uns, die gehen auf die. Ja, wir werden eh wieder alle verlieren. Von daher ist wieder wurscht, weil wir sind leider auf einer Karawanenmission. Wir können nicht saufen gehen. Aber wir haben wieder das Event, wo wir einen unserer Leute opfern müssen. Wir könnten jetzt Farfalla opfern an Dafkul, unseren Blutgott. Oder Code Blue. Du bist ein guter Rangy. Ich weiß nicht, du wirst vermutlich weg sein, bevor alles. Wir opfern Code Blue. Das eigentlich der zweite ist, aber ist ja wurscht. Und hoffen, dass vielleicht haben wir Glück, aber ich glaube, wir kommen nicht rechtzeitig in die Stadt zum Saufen. Letztes Mal haben wir es wirklich gerade geschafft, weil wir kurz vor der Stadt waren und dann so viel gesoffen haben, dass alle besoffen waren und zumindest nicht mehr komplett abhauen wollten. Code Blue died. Xander Carls is now Zealot of Dafkul. Topsy is now the Thief is now Zealot of Dafkul. Sonic is now Fanatic. M-Lane is a Brawler. Abbruch is now a Cultist. Ein Farfalla und Svenno, ich finde das alles ziemlich scheiße, dass wir unsere Leute opfern. I'm sorry, aber Dafkul hat gesagt, ich muss, dann muss ich. Haut ihr ab, bevor die Orks uns einholen? Oh, never mind, die werden abgefangen. Da ist Farfalla weg. Ich hatte vorhin einen nicen Start, meine erste Quest war eine Karawanenquest und dann wollten. Und da ist Svenno weg. Dann wollten die, dass ich die Karawane umbringe, habe ich gemacht, um zu testen und habe 3000 Gold bekommen, sehr hilfreich für einen Start. Jupp. Ich glaube, ich hatte auch so eine ähnliche Quest, relativ am Anfang, wo ich eine Karawane begleitet habe. Und dann hat der Dude gesagt, hey, ich bin eigentlich ein Adliger, bring mich nach Hause und so. Und statt irgendwie 800 für die Karawane, habe ich dann, ich glaube, 2000 für das Heimbringen gekriegt. Ja, also ihr seid wieder raus. I'm sorry. Ja, er fand das nicht witzig, dass wir da die Leute geopfert haben, sind wir halt wieder nur noch Kultisten, so wie ich das gesehen habe. Aber wir haben halt jetzt ein paar Leute dabei, die Stufe 3 Kultisten haben. Die haben einfach super. Die kriegen noch Fatigue Recovery obendrauf. Leider hat das Ben noch nicht gekriegt. Der hätte dann nämlich einfach plus 5 Fatigue Recovery per Turn. Das wäre schon nice gewesen.
Wir haben auch noch keinen Stufe 4 da hier Dingens gekriegt, Akolyt. Ja, du brauchst eigentlich keine Fatigue. Jetzt muss ich dummerweise meine Leute wieder irgendwie neu aufstellen. Moment mal. So. Hätte mich auch opfern können. Blood for the Blood God und Skulls for the Skull Throne. Ja, ja, ich hatte, das war eine Überlegung heraus aus der Situation, dass ich selten gute Leute mit Fernkampffähigkeiten habe. Und vielleicht hätte ich es ja geschafft, wobei hier auch noch wäre eine Taverne gewesen zum Saufen. Vielleicht, ich hatte so überlegt, vielleicht hält's noch einen Dreivierteltag bis in die nächste Stadt. Ja, hat nicht gehalten. Achso, unsere Sachen, eure Sachen lasst ihr aber trotzdem bei uns, also. Von daher ist es nur halb so wild. Die Ausrüstung behält man, es gehen nur die Menschen. Wie sind hier Verkaufspreise 17? 50 bis 70, 60 bis 80, dann verkaufen wir die Sachen auf jeden Fall. Das weg. Das weg. Natürlich auch mal verkaufen, also. Bringt echt nicht viel. Die Sachen können wir verkaufen. Quiver of Bowls können wir verkaufen. Wir müssen halt wieder neue Leute finden, die für uns arbeiten wollen. Die nicht so komisch haben. Das wird halt. Wie viel darf ich vertragen? 150. Wir haben jetzt 60 gekauft. Sind wir also bei 130? Können wir noch einen mehr kaufen. Wie sieht's denn hier aus mit neuen Leuten? Ein Bowyer? Achso, das nächste ist. In dem Seed ist so ein bisschen ein Meme. Ich habe zwar ab und zu mal Leute mit ganz gutem Skill, aber die haben einfach kein Talent für ihren Fernkampf-Shit. Einfach kein Talent für den Fernkampf-Shit. Nie. Fletcher, hier gibt's nichts Spannendes. Weaponsmith. Auch nichts allzu Spannendes. Wie viele Aufträge? 1900. Wieder nach Süden zurück. Da sehe ich ums. Warum ist der eine Auftrag denn rot? Weil das ein adliger Auftrag ist. Das ist die Flagge der Adligen. Hier, das ist von denen, von dem Haus, von dem roten Haus, die Flagge. Das ist ein Auftrag für Adlige. Das muss man freischalten über eine bestimmte. Über Dinge. Spiel einfach weiter. Wechsel später mit. Entsprechend ist der Auftrag auch meistens nicht allzu sehr in der Nähe. Sondern ich muss erst ein ganzes Stück weit in dem Gebiet mich bewegen, normalerweise. Men are on the edge. The other night, one of them died in his sleep and well, he came back. A ghoulish, growling beast that killed three men before anyone even knew what was happening. 3400. Destroy Hellhole Crypt, destroy Ruins of Borgen, return to Weißenschacht. Untote töten für 3500. Hellhole Crypt kennen wir schon, die ist ewig alt. Das hier. Ich weiß nicht, ob man. Also, die kannst du ja relativ gut aufteilen, oder? So zwei Sachen zu zerstören, zwei Locations. Alternative ist 1400 für Drive of Brigands. Wir machen einfach wieder zurück. Wir haben doch eh keine, wir haben eh keinen, genau. Ja, wir machen einfach wieder zurück nach Süden, weil ich will ja eigentlich im Süden die Standing haben. Von daher machen wir einfach hin und her. Achso, ich wollte mir was zu trinken holen. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. Ich hab sonst eine trockene Kehle. So, und an alle, die fragen, ob Lumi jetzt noch streamt. Ich bin schuld. Wird nie wieder einen Stream geben. Lumi findet es viel zu gemütlich, auf dem Sofa zu liegen mit dem Steam Deck. I'm sorry. Ich hab's verkackt. I'm really, really... Haus Perowinger ist doof. Aber, dammit. Wir können ja eh nicht abhauen. Wir können ja eh nicht abhauen. Wir könnten auch da unten irgendeine Söldnertruppe nehmen, die irgendwie bei den Südländern sind. Ich will eigentlich nur das Achievement haben, dass wir einen so einen südländischen Staat da mal allied haben. Oh. Come to find a man resting with his leg dangling from the bed of a wagon, except his feet aren't free.
They are bound together by chain and his arms no better of state. He sees you. You recognize me. I'm Markrath von Winterhall of House Winterhall, a prisoner of some value. As I'm sure my name alludes, Winterhall sind hier die Blauen. But as a freed man, I'm of even greater value. Kill these guards, take me home, and you won't be able to walk. You will have so many crowns in your pockets. Das haben wir das letzte Mal gemacht und es war richtig geil. Ich versuch's, glaube ich. Geld bin ich immer dabei. Weil das ist ein Auftrag für eine Stadt. Und das ist ein Adliger. Let's go. You draw your sword and slash the guard. He spins around and crashes the blade weapon through his brain pain. His organ frothing between slender brown. To Wackerfeste, where my family shall reward you. Wackerfeste ist eh gleich hier. Dann, let's go. Bin mal gespannt, was wir für einen Reward kriegen. Die sind erstmal Nomads. Die werden hier gegangbankt. Von 28. Ja, da kann der Normal Archer auch nichts mehr machen. Ich gehe hier weiter. Tschüss. So. After you stop, he darts to a creek bed. Hold on, man. Let me clean up so that my family shan't have to see me in such a sorry state. Makes sense. You have the man to it, but when you return to check on him, he's gone. Er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Er war gar kein Adliger. A farmer and thick crop through which any liar could easily slip. Emlyn the Brawler joins your side. Dammit. Das war umsonst. Das haben wir verkackt. 1900 umsonst. Shit. Wen war das jetzt? Wer mag uns jetzt weniger? Ist das Brunnendorf gewesen? Nee. Dulmen? Nee. Eisenstein? Irgendwas da oben war's. Umhund war es auch nicht, Modorf war es auch nicht. Modorf war eigentlich auch mal auf unserer Seite. Weißenschacht. Weißenschacht mag es gar nicht mehr. Die fanden uns eigentlich mal ziemlich geil, aber ja, das war eigentlich. Don't dare, sir, so we've no time for that. I need you to go to Krummhorn, west of here. Krummhorn ist relativ nah. It's under assault. Für fast wieder 4000. Nur bei 4500. Defend against the undead. Zwei Sterne. Wir speichern mal. Ich versuche das. Wir gucken noch mal kurz, ob wir hier gute Leute haben. Nee, der war's nicht. Was bist du für einer? Superstitious und Nightblind. Minus 4. Nee. Nicht so wirklich. Das eher. Das eher. Holy shit. Wieso sind bei mir die niederen Geborenen? Der fucking Butcher ist besser als der Oathtaker. Oder zumindest nahezu gleich gut. Den will ich haben. Umher, mein Freund. Haben wir jetzt noch Unbenannte? Den haben wir jetzt zuletzt geopfert. Den ersetzen wir jetzt erstmal. Cold Blue. Wobei, der ist nicht da. Svenno, FFM, der Zweite. So. Wobei, den Nightcrawler hat man noch gar nicht. Nightcrawler, it is. Crowley. So. Hier, viel Spaß mit der Rüstung. Die ist eigentlich ganz schick für dich. Da ist noch ein Helm dazu. Und 59, da kriegst du ein Schwertchen. Und ein Schildchen. Ja. Und da kann man dich doch quasi schon aufs Feld schicken. Hier gibt es noch ein Gegengift dazu. Sehr schön. Wird dann halt ein Ersatzmann. Kurz speichern. Und dann wird mir das annehmen. Zum Opfern immer. Ich will dich gar nicht opfern. Guck mal, Training Hall. Du kriegst sogar noch ein Training. Hier, ich will dich behalten. Da, zack. Veteran Lessons. So, jetzt nehmen wir hier den Auftrag an. Ich hoffe, ich krieg den hin. Krummhorn gegen Untote verteidigen. Mal sehen, wie das wird. Wie heftig dieser Ansturm jetzt. Oh, wir haben fucking kein Essen mehr. Müssen wir kurz nach Brunnendorf erstmal kurz Essen holen. Huch. Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Aber gut, hier ist das Essen günstig. So, jetzt können wir weitermachen.
Rumhorn, wir kommen. Auf geht's. Okay, euch wollen wir nicht. Geht weg. Wir düsen im Sauseschritt und bringen Nomaden mit. Karawanen. Wir sind hier lang gereist gerade. Karen recently passed through here. Northern Soldiers recently passed through here. Dann sollten wir eigentlich nicht allein sein. Ja, hier chillen noch ein paar andere Soldaten. Find a few guards standing guard with thin hands tented atop spear. Their clothes shift about their bones like curtains astride from within. The sense of hunger lingers thick in the air. And the lip-smacking stares you get for just being here in good health. One of the defenders greets you warmly enough. We are tired and wee bit hungry, but we'll manage. The fight is still in us. Don't you doubt that. We need to prepare for the coming onslaught. Blue Fire, hallihallo. Ich spiele erstens keinen Iron Man und zweitens auf Veteran. Jetzt habe ich es umgedreht. Nee, ich lerne das Spiel auch noch kennen. Ich bin das erste Mal so weit im, sag mal, Late Game angekommen. Von daher will ich das eigentlich nicht. Oh, show him the darkness. Is the apple the cult has been sitting with Nightcrawly? Nightcrawly wird einfach mal Kultist. Ja, Nightcrawly, du bist kein Butcher mehr. Du bist jetzt Kultist. Butcher, sagt man, glaube ich, eigentlich. You are now Kultist. Sehr schön, da findest du es nämlich super, wenn wir Leute opfern. Die Fantown. Okay, hier, Undead Horde. Wir helfen euch. Weil das könnte die Company. Ich will da mit rein. Ich will da mit rein. Ach, meine Güte, dreimal klicken. Okay, das waren 10, ne? 10 und eigentlich nur. Oh, what? Das ist die Militia. Ach du Scheiße. Die. Wir sind 35, da fehlt noch eine. Da fehlt noch irgendwas. Da fehlen noch ein paar Leute, würde ich mal behaupten. Auf unserer Seite. Die da gegen die Untoten kämpfen. Nein, Miliz! Nein! Was tut ihr? Seid ihr wahnsinnig? Ich glaube, die. Ja, da sind die, die wir eigentlich haben wollen. Warum ist die fucking Miliz hier, ey? Holy shit. Überlebt doch bitte, chillt ein bisschen. Dann könnt ihr im nächsten Fight, wenn wir vielleicht keine Unterstützung haben von den Fatty Dudes, könnt ihr ein bisschen mithelfen. Aber doch nicht jetzt. Entspannt euch. Die werden jetzt übel geschnetzelt. Das kann nichts werden. Zumindest erstmal, dass ich quasi in 4 Fraktionen Kampf sehe. Dass die als eigene Fraktion spawnen, die Miliz, ist ein bisschen doof. Ja, erster schon halbtot. Geil. Nächster halbtot. Ach so, hallo, ihr kommt zu mir. Das ist aber nett von euch. Ihr bringt eure. Okay. Das ist auch mutig. Und die anderen laufen nicht. Die Company-Leute, die laufen einfach nicht. Okay, cool. Spannend. Nice. Guter Standpunkt. Das Blue Fire bei mir orange, das irritiert mich. Der ist schon so gut wie tot. Also die Zweihand-Äxte slappen schon, wenn sie treffen, aber sie müssen halt treffen. Könnt ihr euch mal bewegen, ihr Jungs da drüben? Ja, finally. Okay, Zweihandwaffen vielleicht generell. Slappen ziemlich. Was bei dir aber auch? Was ist die Miliz so komisch spawnt oder was? Achso, orange, ja. Ich glaube, es ist Absicht. Oder Zufall. Vielleicht hat man es auch nicht eingestellt. Bluefire, du kannst deine Farbe einstellen bei Twitch. Relativ frei. Wenn du willst.
Die Profis kommen. Warum rennt ihr auch so blöd da rein? Ja, da ist einer tot. Zweiter tot. Das ist einfach, also da muss ich mal sagen, ist die KI echt dumm. Wollt mich halt am Arsch der Welt. Ich hab mir irgendwas verstellt. Du kannst, glaub hier sogar rechts unten in dem, du hast unter dem Chat so ein Zahnrad. Und ich glaube, dort kannst du sogar die Farbe ändern. Nee, ist nicht. Chat aussehen? Nee, das ist es nicht. Dann ist es irgendwo in den Profileinstellungen. Ah ja, genau, bei der Identitätsvorschau auf Bearbeiten drücken. Und dann kannst du ganz unten seitenweise Namensfarbe auswählen. Also unten auf das Rädchen. Und dann kann, wenn es dich interessiert, ne, bei Identitätsvorschau ganz oben gibt es Bearbeiten, da steht der Name und dann kannst du ganz unten deine Farbe ändern. Aber es ist halt, sonst ist es zufällig. Sonst kriegst du das, was Twitch dir zuweist. Ich hab nur gesagt, irritiert mich. Der nächste Tod. Ja, ihr seid halt echt dumm reingerannt. Ja. Ich glaube nicht, dass die Miliz es überlebt, sind wir mal ehrlich. Ich glaube, wir gewinnen das Ding haushoch, aber die Miliz überlebt das nicht. Guten Appetit, Xon. Ich gehe schon mal weiter. Drei werden ja wohl reichen, um den Platz zu machen, oder? Achso, die Miliz überlebt das, weil die haben wir ja noch im Leben. Völlig übersehen. Nochmal einen Hit geben beim Vorbeilaufen. Hört doch auf, reinzurennen, ihr... Achso, müssen wir sogar noch Gegner, die wir gar nicht sehen. Aber treffen tun die nicht gut, sind wir mal ehrlich. Also wenn auch immer ihr da angestellt habt, das ist, die sind ganz schöne Lappen. So, zwei Runden gestunt. Oh, hätte gar nicht zwei Runden stunnen müssen, wahrscheinlich einfach zuschlagen sollen. Einfach straight up ins Face. Darf ich aber auch nicht rausrotieren, blöderweise. Ja, das, was die gerade gemacht haben, genau das wollte ich eigentlich machen. Noch einer tot. Die ganzen Melee-Leute der Miliz sind eine absolute Katastrophe. Wie soll man das anders nennen? Das sind einfach nur Fleischschilder, die bisschen die Gegner aufhalten. Genau, ein Bogenschütze hat bis jetzt überlebt. Und der Miliz. So, mal den down. Oh, wollen wir da mal ein bisschen rein? Ich glaube, hier habe ich jetzt Reichweitenprobleme, wenn ich hier schießen wollen würde. Du hast kein Range-Ding. Und da können wir uns da hinstellen. Kannst du mal aufhören, über mich drüber zu schießen? Ich habe Angst, dass er mir gleich mein Danushka in den Rücken schießt. Haus Winterhall, zu Hilfe! Ja, die werden jetzt hier alles an allen Seiten sich drum rumstellen. Und da habe ich keinen Platz mehr zum Fighten. Unangenehm. Die ganze Zeit machen so. Ja, genau! Idiot. Idiot da! Die müssen wir halt gleich rausrotieren. Da ist ein Polehammer drin. Ah. Verdient. Ja, du bist ganz am Ende dran, ne? Ja. So, wir rotieren direkt mal den Jungen hier raus, weil er uns im Weg steht. Dann gehen wir auf den. Ihr kriegt ja noch einen ab, auf Range hoffentlich von den anderen. Oh, Moment. So.
Und piekst der uns nämlich. Ah, er piekst den neben sich. Hä? Sich. So, Schild weg. Schuss. Nice. Schön Overwhelm. Nochmal reinpieksen. Kannst du aufhören mit der Scheiße, bitte? Bin ein bisschen geängstigt. Wir gehen mal hier hin und swappen dann den. Okay, mit den jetzt schon raus swappen. Hier, bitteschön. Wir helfen dir. Du bist eh kaputt. Hm. Toll, dass ich den kill, die Sau. Jetzt geh ich wieder da mitten rein. Nee, damit. Also ich glaube, es ist gewonnen. Nur so ein Gefühl. Ein Gefühl in der Magengegend. Hm, ich kriege keine Kills mehr. Wenn das ist ja okay, dann habe ich halt nicht keine Ressourcen investiert, großartig in dem ersten Fight. Aber ein bisschen XP hätte ich schon gern abgekriegt. Dead. Dann swappen wir einfach mit dem hier noch. Weil wir es können. So, haben wir den Kill wenigstens. Moment, mit dem können wir auch tauschen. Hehehehe. Ach du Scheibenkleister. Der kommt ja wieder. Ach so, ja klar, Untote und so. Da war was. Hm. Schlecht. Den nochmal abstechen. Auch schon mit dir? Hallo? Ich habe mich das heute Mittag schon gefragt. Wie kannst du mit dem Pflege so oft zuhauen? Es ist ein Triple-Pflege. Das ist die dritte Stufe des Pfleges. Der hat einfach drei dran und mit einer Attack macht er drei Hits, die auch dreimal ausgewürfelt werden. Ist sehr, sehr stark. Also im Vergleich dazu ist Stufe 2 des Pfleges nicht mal, also vielleicht halb so stark. Das liegt an der Item selber. Ja, will make separate strikes for one third of the weapon's damage each. Also der macht ein Drittel des Gesamtschadens, aber es wird jeder Strike wird extra gewertet. Nee. Insgesamt 30 bis 75. Aber es ist halt in der Kombination mit Fearsome sehr, sehr geil. Weil damit kann ich dreimal mit einer Attack Fearsome triggern im Zweifel. Hatte schon echt witzige Situationen da, wo es halt passiert ist, dass wirklich jemand, dass nicht nur einer, sondern so drei, vier drumrum stehende mit einer Attack von wir haben normale Moral auf wir hauen ab. Weil wir raus aus der Scheiße gehen. Ne, Overwhelm triggert nur einmal für einen Attack. Overwhelm triggert pro Attack die Sachen, die pro Hit triggern, kannst du damit machen. Sonst wäre das, also 60% Overwhelm wäre sehr, sehr mächtig in einer Runde. Du stehst irgendwie schlecht. Hier, Hund. Profi, bis die Gasse gehen. So. Ja, wir haben halt hier nicht viel abgekriegt, war klar. Das war klar. Mir fällt gerade so auf. Ah doch, wir haben Essen. First Crone Co. Company. Ja, die können ordentlich helfen. Da kommt schon wieder Undead Horde. Found in the pocket of one... Was? One of the guards break a hard roll into crumbs and start doling out the scraps. Another guard asks where he got it and the man answers bluntly, found it in the pocket of one of the dead fellas. Breaks a hard roll into crumbs. The eater spit out the food and one even vomits. You watch as the man starts fighting, but it's quickly broken up by the whistle of a watchman. Okay, irgendjemand hat was zu essen aus den Toten, aus den Taschen der Toten geholt. Here they come again to battle. Oh, da sind Necroservants drin. Moment, du rennst doch nicht weg, oder? Du rennst doch nicht weg! Ist das dein Scheiß Ernst?
Das ist doch nicht euer Drecksernst. Alter. Die hauen ab, die Schweine. Oh Mann. Da sind die Necro-Servants. Ich will eigentlich warten, bis die Necro-Servants dran sind. Wäre mein bevorzugtes Vorgehen. Die haben alle keine Helme, zum Glück. Eigentlich ganz geil. Müssen wir die halt doch einmal versuchen auseinanderzunehmen. Du wartest mal ab. Müsst ihr eigentlich schon, ich kann sagen, schon was machen. Da wollt ihr hin. Der andere auch. Ne, der geht da hin. Okay. Schade. Kein guter Hit. Hallihallo Sonics, wunderschönen. Ah, wunderschönen. Ja, du darfst nicht mehr attacken, leider. Was machst du so spät noch on? Habe ich meine Freundin heute geeinigt, dass wir heute Zockertag machen, so ungefähr. Und deswegen bin ich jetzt noch da. Dammit. Jemand so hin. Und machen wir das weg. Und du bleibst hier hinten stehen, weil die gleich rumfliegen und uns auf unsere Backline gehen. Voll gut. Ich weiß gerade nicht, ob ich Sonic, ob ich dich noch drin habe, ehrlich gesagt. Leider. Ich glaube, du warst nicht mehr Teil meiner Truppe in diesem Playthrough allzu sehr. Weil dich, doch, da warst du sogar. Guck mal, dich gibt's noch als Kultist. Ist schon eine Weile dabei, demnach. Ich hab dich nicht gehen lassen, du wolltest abhauen unbedingt. Hier lasse ich niemanden freiwillig gehen, ja? Aha. Das ist okay, weil der wird jetzt gebongt, hoffentlich. Das ist nicht so okay. Weil das ist schlecht. Prozent sind echt nicht viel. Immer den für 60. Der ist down. Das haben nicht mal wir gemacht. Das kriegen wir auch kein XP für. So. 83. Peaks. Scheiß Viech. Uch. Ja, die Milizia ist ein bisschen schwierig drauf, sagen wir mal. Ihr habt jetzt hier das Tanken übernommen, so ein bisschen hinter meinem, in meiner zweiten Reihe. Dammit, ich dachte, ich kriege ihn. Bin gestunt, da hätte ich ihm schön bonken können nächste Runde, aber nope, kein Stun drin. Kein Stun drin. 89, nice. Holy shit. Gehen wir hier mal die Stelle, damit wir nicht mehr so gut gebackline-dived werden können. Mal den mal rund. Da ist der 9-Life-Trigger. Den haben wir auch down gemacht. Sehr schön. Ich will nicht, dass er hier auf die Backline geht. Okay, lieber auf den. Dann zutsche ich zwar ein bisschen hoch. Aber da passiert zumindest nicht allzu viel mit meinen Leuten. Wie mit Ricky zum Beispiel. Ricky hat sich ganz schön 2 more turns. Ja.
Two more turns. Gut, packe ich ihn hin. Vielleicht mal oben drauf. In dem Fall, dass ich nochmal die Chance kriege. Da ist ein Overwhelm drin. Mit dir müsste ich doch hier hingehen dürfen. Ach, dammit. Nope, mit dir darf ich nicht irgendwo hingehen. Ja, hier oben ist vor allem ein Problem, weil jetzt gerade einzeln steht und nach mein Topsy plättet. Und wir treffen wieder nicht, wir haben hier eine 100 gerollt. Eine fucking 100. Aua. I guess. Doppelt und dreifach blöd. 32, ey. Wie viel Defense hast du? 38. Wie viel Defense hast du jetzt? 60. Nope. Wir bleiben da stehen. Hört doch auf, da rein zu sprinten in den Quatsch. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich wieder alles drumrum steht. Ehrlich gesagt. Deswegen heilen wir erstmal dich und Masamode bleibt bei ihm. Dann gehen wir aufs Schild. Muss, denke ich, auch hier bleiben als Verteidigung. Bleibst auch da. Ja, die Backline. Ha, nicht getroffen! Das macht halt ein bisschen Damage. Müssen wir den halt mal platt machen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Gehen wir hier rein. Bist du schon mal mehr in Sicherheit? Und wir tanzen weg. Dürfen wir nicht mehr reloaden. Nice. So, alle niedergestochen. Ein 73er nicht getroffen. Das ist ein trauriges Ergebnis. Ein sehr, sehr trauriges Ergebnis. Der dritte 58er nicht hittet bei ihm da oben. Der will aber auch nicht gewinnen. Der hat sich einfach nur free verprügeln. Jetzt hab ich mich hier zugestellt. Was soll das denn werden? Noch ein 71er, den ich trifft. Ich gehe am Stock. Ich will mich nicht dahin stellen, dass er im Nahkampf mich direkt attacken kann. Okay, er fliegt auf jeden Fall. Oh, er geht auf den Hund. Ha! Hat den Hund aber nicht getroffen. Das ist schlecht. Das ist doppelt schlecht. Can you stop this, please? Ich komme halt wieder nicht zu dem ran, ne? Eigentlich war er mal ganz gut im Defensiv sein, aber irgendwie. Heute nicht mehr. Ein Heulen! Nichts trifft mehr von meinen Leuten. Na doch, das trifft. Aber jetzt mal ein weniger. Ich muss den mal da oben austauschen tatsächlich, das wäre wichtig. Kann sich irgendjemand unten hinstellen, dann wartest du einfach. Aber du kommst nicht bis ran. Ist halt das Problem. Auch nicht bis ran. Du kommst bis ran. Du musst aber sogar selber noch mit ihm tauschen. Wie lange blutet Topsy jetzt noch? 3 pro Runde und eine Runde lang 5. Steht also nochmal 8. Noch ein Hit wird schwierig, sagen wir mal so. So, erstmal alles verbinden. Okay, wenn er zweimal fliegt, kann er sonst nichts tun. Nicht getroffen. Jetzt ist er wieder am Arsch der Welt, ne? Sie wieder abgehauen, das ist so fies von dem Spiel.
Ich hätte aber hier da reinhauen können, ne? Der Hund will ihn einfach irgendwann killen. Ich sehe es schon kommen. Geh mal dem einfach mal eine mit. Damn it. Geh doch. He dead? Und mit den Full Life Dude halt noch machen. Ach, fuck. Die sind schon ein bisschen unangenehm, die Jungs. Die weichen halt auch aber den Guten immer sehr, sehr genau aus. Ein 52er, der hittet. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Wir stellen uns mal hier um den, damit der nicht stirbt. Weil wo jemand drumherum steht, kann er nicht hin. Ich vermute aber, dass er eher auf dem bleibt, weil das ein ziemlich einfacher Gegner ist. Ja, war ziemlich abzusehen. Er ist wieder auf ihn, oder was? Hat aber die Rechnung ohne die Axt gemacht von Ricky. Ewig nicht mehr Rickys Face gesehen. Hm. Ist ja doof. Lass mal den Platz lieber frei für andere Leute, die vielleicht besser dahin kommen. Swappen ihn raus. Der schöne Hit. Ich komme wieder nicht ran. Wir gehen mal hier runter, weil da ist ein Backliner, der Probleme machen könnte. Ricky ist da immer noch da drin. Machen wir so. Stellen dich da ab. Und wir haben es geschafft. Ja, endlich. Also die Dinger sind echt anstrengend. Die sind echt anstrengend. Die hinterlassen nicht mehr irgendeinen Loot. Die hinterlassen gar nichts. So, jetzt haben wir einen Victory, aber wir müssen immer noch verteidigen. Und wir haben jetzt schon Leute, die ordentlich rasiert wurden. Oder zumindest besser gesagt, einer, der ordentlich rasiert wurde. Zwei. Vier. Das Mozzarella-Bräune. Hast eh keine große Initiative. Resolve? Ne, Resolve brauchen wir eigentlich auch nicht allzu sehr. Ich hätte sie alle weggesnipert. Das kann durchaus sein. Kann durchaus sein. Nehmen wir die drei halt noch mit. Das will ich gar nicht, nicht vermuten. So, du kriegst jetzt nur noch kein gutes Beil, aber du kriegst jetzt mal, glaube ich, die Axe Mastery für weniger Fatigue und mehr Shield Split Damage. Und der Nyushka hat Level 12 erreicht, das heißt, der kriegt nur noch so ein bisschen Kosmetik-Sachen. Hm. Keine wirklichen Level-Ups. Plus 2, plus 3. Brauchst du noch mehr? Ich glaube eigentlich nicht. Du hast minus 30 und minus 42 gibt es ja noch. Will ich das schon noch höher haben? So, Fearsome, weiß ich nicht. Gifted kannst du noch kriegen. So, eine E2 Perks, weil wir Student jetzt fertig haben. Würde ich fast Gifted nehmen? Frage ist, ob wir noch dazu nehmen. Footwork vielleicht? Duelist. Both we go within offhand free or carrying a throwable tool. Additional 20% damage ignores armor. Auch ganz witzig mit mehr Armor ignorieren. Lone Wolf, habe ich schon festgestellt, funktioniert für mich nicht gut. Pathfinder Hutter. Können ihn versuchen mit Nine Lives bisschen. Also erstmal gegiftet. Kriegt hier nochmal schöne Stats. Ja. Frage ist, was wir für den weiteren Perk nehmen. Range 17. Alien Missing Eye. Relentless ist, glaube ich, Quatsch. Brawny hat er schon. Rally the Troops ist auch Quatsch. Steel Bro, damit er einfach weniger Damage kriegt. Er hat Fearsome, dafür haut er zu wenig zu eigentlich für Fearsome.
Penalty Resolve. Overwhelm ist Quatsch, dafür ist er zu spät dran. Footwork fürs einfach mal rausgehen, wenn er mal doch irgendwie. Weil dafür hat er eigentlich schon Rotation zum rausgehen. Das würde den gleichen Zweck erfüllen. Aber ich gebe ihm wirklich Heal, Bro. Für weniger Damage. Im Kopf. Für weniger Bonus Damage auf den Kopf. Was haben wir? Drei, zwei Gruppen? Wo ist noch ein Nachtseher? Zählen die dazu? You find one of the peasants carving lines into a stone while seeing you, he explains himself. Just accounting for the loss. There's been so many I can't keep their names in order, but I can count. You look down the length of the wall to see that it slowly traded names for numbers. We do what we can to remember, you know. You nod and then, as if you even cue, the watchman call out announcing another attack on the way. The peasants grab you by the arm with a pleading look. Tell me your name and I'll put it up for you if the time comes. You think? Yank your arm free and glare at the man, shrinking him down with furious stare. I'm a killer, you fool, not your friend. The only thing severing my blade from your neck is who pays me. If you ask me that question again, I put your number on that wall and I do it for free, got it? Defend the town. Ah, der, okay, die Nachtseherer zählen wohl dazu. Müssen wir kurz gucken, wegen der Aufstellung für Nachtseherer. Glaube, da will ich es nämlich ein bisschen geteilter machen. Wobei das irgendwie nicht funktioniert. Ja, wir haben halt jetzt einen unserer besten Leute nicht dabei, weil er keine Rüstung mehr hat und kein Leben. Dafür haben wir jetzt Nightcrawly dabei. Den stellen wir mal zwischen zwei Erfahren, ne? Zwischen Ben und Sono, die im Zweifel taunten können, glaube ich, oder? Nee, können sie nicht. Dammit! Er kann ja bei mir taunten. Sepp kann taunten. Dann stellen wir ihn unten hin. Dann kann Sepp im Zweifel taunten. Falls er irgendwie sehr angegangen wird, dann kann er ein bisschen Aufmerksamkeit wegziehen. Ja. Let's go. The Thora of Nachtseherer. Die Milizia macht es doch gar noch schlimmer, dass es Nachtseherer sind. Noch so viel schlimmer. Weil die werden reinrennen und werden gefressen werden von den Viechern. Das ist aber alle Level 1 Nachtseherer bis jetzt. Komplett. Okay, nevermind. Da ist der Level 2er gewesen. Da kommen noch ein paar Level 2er. 1, 2, 3, 4, 5 Level 2er. Aber immer noch okayisch. Da bleiben einfach Informationen, würde ich sagen. Wären die Informationen sogar noch ein Stück weiter zurück. Wir hätten auch hier drauf gehen können. Aber jetzt habe ich mich entschieden, Informationen zu bleiben. Entsprechend bleiben wir auch ihr seid solche Dummbatze. Ihr seid so dumm. Ich könnte kotzen. Ihr zwingt einen in eine schlechte Position damit. Oh, das war Nightcrawly. Na gut. So. Haben wir schon mal Leute gekillt. Nehmen wir die schon mal einen ab, dass der nicht attacken kann, die Stelle. Wir sorgen mal dafür, dass der hier nicht komplett attackt wird. Stellen uns hier mit rein. Hunde wollen wir jetzt eigentlich nicht haben. Ah, Mann, die machen mich so fertig, diese Milizen. Ich will die auch nicht sterben lassen, weil dann fressen die Gegner die Leichen und werden außerdem noch confident. Ja. Einer ist schon confident, ja geil. Jetzt solche Deppen da vorne rein zu preschen. Bleib doch einfach gechillt hinten stehen. Zwei sind sogar schon confident. Eieieiei. So, so sieht das nämlich aus, Jungs, wenn er hier rankommt. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Wir müssen eigentlich jetzt so schnell Leute killen von denen, dass sie wegrennen wollen. Auch wenn das nur einer will schon.
Fangen wir damit an. Gehen wir einen Schritt zurück, weil hier können sie uns durchsteppen. Ich muss jetzt da mitten rein. Den absteppen. Und das war's. Damit wollen schon wieder viel mehr Leute rennen. Von denen. Das ist sehr, sehr gut. Ihr seid solche Snackers, ne? Was haben wir hier eigentlich für einen Nachtzehrer? So. So, der will rennen. Das ist sehr gut. Mozzarella kann ja wahrscheinlich schon einiges aushalten. Du willst noch nicht rennen, jetzt willst du rennen, sehr geil, aber wir müssen hier ein bisschen Platz machen. Hallo. Rennen wir bitte nicht außen rum. Die wollen auch alle rennen, das ist sehr gut. Ja. Jetzt wollen sie glaube ich nicht mehr rennen, oder? Oh, ich glaube, die hier oben haben immer noch keinen Bock. Das ist super wichtig bei der Überzahlsituation und bei denen gerade, weil die dann halt echt keine Lust mehr haben, wirklich zu fighten. Extrem wichtig. Das muss uns ja aber Platz machen, weil wir kommen sonst nicht durch. Hm. Du bist noch dran, ne? Movest du ja noch. Ich muss hier durch. So, du movest noch zu dem da, weil der will noch nicht rennen. Sehr schön. Du hast noch Bock aus irgendwelchen Gründen zu kämpfen. Finde ich kacke. Du willst noch fighten. Das ist unser Kill. Das war nicht unser Kill. So, der ist einfach mal geköpft worden da unten. Schmeckt. Ja, jetzt wird halt aufgeräumt, weil die alle abhauen wollen. Jetzt wird halt aufgeräumt. Kann eigentlich komplett vorlaufen. Einer, der will nicht fallen. Okay. Der hat noch Lust, ja. Der hat noch Lust, rennt aber weg. Und der will auch noch. Auf die Nase kriegen. Wie weit darf ich, um den Hund zu setzen? So, so, so. Yes, danke fürs Einfangen. Sehr lieb von dir, Wuffi. Dankeschön. Direkt erledigt deine Aufgabe. Perfekt. Der ist auch schon tot. Joa, haben wir gut aufgeräumt, würde ich sagen. Hunde verhalten sich ein bisschen merkwürdig. Und zwar, ja, generell Mobs bringen XP und Loot, wenn der Hund sie killt, aber XP und Loot wird auf alle beteiligten Fraktionen anteilig aufgeteilt, also wie viele Leute die dabei haben. Das heißt, die Miliz hier zum Beispiel kriegt zum Beispiel XP, wenn der Hund die Gegner killt. Und entsprechend auch Loot. Also ich verliere ein bisschen XP und Loot, wenn der Hund die killt, wenn du zum Beispiel Karawanen oder Milizen oder auch andere Armeen dabei hast. Dann ist es ungünstig. Aber wenn du alleine bist, ist es vollkommen egal. Dann gibt es ganz, ganz normal Loot. Hat noch ein Kill gesnackt. Okay, Nightcrawly hat ein Level Up. Sehr geil. Und wir haben hier noch ein bisschen Nachtsehrer-Shit. So, schon wieder ein Victory. Wir müssen aber immer noch verteidigen. Wir sind immer noch auf Defensive-Station. Oh, plus 3. Oh, und plus 5. Let's go! Das sieht schon mal richtig lecker aus, muss ich auch mal sagen. Und du kriegst direkt mal hier für mehr HP. So, wir müssen halt jetzt einfach weiter. Wir müssen weiter verteidigen. Undead Horde.
The farmer stands at the gates of Krumhorn. He is arguing with its keepers. Let me out! You've surely found them all, and I wish to return to my farms. I'll have you know, I own 2 cows. The man jets 2 fingers forward in case you're listening didn't get it. They shrug and open the gate, but the farmer doesn't move. Instead, he takes a step back. 1 second thought, the cows can wait for me to come home. Beyond the walls, you see a huge horde of undead breaking over the horizon. Not a moment later, the warning signals are sent out and Krumhorn is busy with men running. Quality Bros, bin Runde 13, die sind alle so teuer, kann mir nie einlassen. Würde ich nicht machen, also kommt vielleicht da, dass ich jetzt einen Kultisten ranmache, aber ich glaube, die Basis, die Lowborns, also so Farmhands und Butcher, alles mögliche eigentlich, funktioniert super, auch in der ersten Late-Game-Crisis. Und vorher hatte ich nie Geld, mir was Besseres zu kaufen. Und daher würde ich mir keine Gedanken drum machen. Klar, wenn du so viel Geld übrig hast, probier's aus. Ne, mit der Mod, die ich habe, wo du die ausprobieren kannst und siehst alle Stats, geht's einfacher. Aber ich würde nicht auf Teufel komm raus auf die gehen. Also gerade nicht am Tag 30. Das ist sau früh. A few auxiliary. Ja, das sollte machbar sein, oder? Das sollte ja machbar sein. Wenn die Militia nicht wieder. Die rennt halt immer vorwärts, ne? Das dürfen wir nicht vergessen jetzt. Die werden wieder hier hinten reinsprinten. Hier vorne steht auch noch einer. Alle. Puh. Ach du Scheibenkleister. Das wird eine absolute Schlachterei für die Miliz. Sind wir ehrlich. Das wird übelste Abschlachterei für die Miliz. Glaub nicht, dass die irgendwas handeln werden. Gehen hier mit irgendwelchen Stöcken mit Seilen dran. Bauen weiter her, halten die ganzen Guides und Skill und gehen alle von den Quality Bros aus. Dachte, ohne die geht's. Nee, Quatsch. Also ich glaube, die, wenn du dir Guides und Skillungen durchgelesen hast, hast du schon eine ungefähre Vorstellung, was so gut zusammenpasst. Also weil du dann schon mal gelesen hast, hey, Fearsome und Triple Flail ist eine ganz gute Kombination. Von daher würde ich mir da nicht allzu sehr Gedanken tun. Ja, ist halt so dumm. Das ist halt wirklich kerndumm. Zum Glück haben die keine Moral. Also hier ist es wurscht, hier haben einfach nur dann weniger Leute. Also viele Skillungen oder viele grundlegende Ideen funktionieren auch, ohne die guten Dudes zu haben. Ja, Isa, du bist auch tot. Wahrscheinlich in 2 Runden. So. Wahrscheinlich so in 2 Runden. Du wirst eh auf den gehen, wenn du nächste Runde dran bist. Nehme ich mal noch hier mitten in die Mitte, weil ich habe das Gefühl, sonst haben wir irgendwie Probleme. Ey, ihr macht gar nicht so viel gegen die. Stellt euch hin und macht Shield Wall, ne? Wir müssen das jetzt nach und nach durchfressen durch die Shield Wall. Am besten könnten wir jemanden außenrum schicken, der dann die Backline schon versucht aufzureißen. Weil die halt immer die Ranged Sachen haben. Das wird irgendwann anstrengend zu tanken. Ja, ihr seid halt echt Deppen. Wie will ich das anders sagen? Ihr seid halt echt Deppen. Lass er stehen bleiben. Ah, da geht's mal denn. Wo will der Hund denn hin? Ja, fuck! Ich will eigentlich nicht Nightcrawler hier mitten reinschicken, ehrlich gesagt. Ja, die Musik ist auch ganz geil. Vielleicht da und so. Top! Danke, Hund! Haben dich hier hingesetzt, bis dahin gelaufen und zurück. Super Hund! Toller Hund! Dankeschön! Super Hund! So, aber dich könnten wir hier ja angehen. Und den Hund noch hier hin. Damit hier nicht irgendwie Gegner durchkommen, die hier nicht rüberlaufen können. Einfach hier rein. Geht doch weg! Ach Mann.
So. 93, zack. Das ist eigentlich dumm. Ich sollte hier möglichst viele in meinem Moralbooster geben. Ja, 48, 34. So, mal ein bisschen Shield zu splitten. Dann noch ein bisschen Shield splitten, damit die relativ bald kaputt gehen. Oh, nice. Das war ein guter Hit. Das war ein extrem guter Hit. War vielleicht nicht so smart, das zu tun, weil sie gerade... Ne, das war Nightcrawly. Das war gar nicht gut, das zu tun. Jetzt hat er nämlich den auch noch da. Boah. Du musst mal hinten rumgehen und versuchen, die Backline von denen aufzuräumen. Möglichst schnell. Er hat Angst, was? Die Knochen, die er sonst hat, bewegen sich ja nicht. 29, 43, ey, ihr seid doch... Ihr seid doch echt doof. Treffen wir halt einfach. Ja, so. Der Hund ist, glaube ich, gleich tot. Hm, das war auch ein ekliger Hit. Aua. Aua. Okay, das sind alles nicht meine, zum Glück. Ach, jetzt kommen die auch noch wieder, die scheiß Militia-Boys. Kommen die Militia-Boys auch noch wieder. Haben wir einen down. Kannst da stehen bleiben aktuell. 39. Hm. Weg mit dir. Ich laufe, glaube ich, mal außen rum, dass ich hier versuche, mit in die Backline zu kommen und da zu helfen. Ja, wenn der im Kampf stirbt, muss man sich den neu kaufen. Das ist richtig. Machen wir nochmal das Schild weg. Wenn wir den hinkriegen, dass er stirbt, muss ich 300 ungefähr oder 150. Kostet, glaube ich, der Hund an sich eigentlich. Neu bezahlen. So, du verteidigst dich vor allen Dingen mal. Ja, dann hast du keine Ausdauer mehr für irgendwas großartig. So, wir gehen langsam auf dich. Ich weiß schon, ob ich dich verteidigen lassen. So, du können wir geben. Du hast kein Schild mehr. Schön zerlegen nach und nach. Hier oben ist halt, da sind meine Tanks. Die müssten es eigentlich noch ein bisschen halten. Der da nicht, aber alle anderen. Andere da vorne. Ja, dass die halt wiederkommen können, ist ein bisschen ein Problem jetzt. Mit der untoten Plage. Au! Ich bin nicht happy über das alles. Immer ehrlich. Oh shit, ich stehe hier falsch. Ich stehe nämlich auf 2er Range von dem. Ja. Aber halt, versuchen wir halt hier die Hits zu geben. Da können wir sie noch. Nehmen den mal raus. Vielleicht überlebt das ja noch ein bisschen. Können wir mal versuchen. Oh, der hat sogar ein Schild gespalten. Das ist sehr, sehr smart. Das ist sehr, sehr smart. Ein 95er, der nicht trifft. Uff. Uff, Boy. Ja, was geht denn jetzt ab? Ein 95er und zwei 70er, die hintereinander nicht treffen. Ich glaub's hackt. Das ist immer noch nicht meine Boys. Das ist einer von meinen Boys. So. Dieses Spiel gibt so harte XCOM-Vibes, 95% Mist. Ja, aber es sagt ja zumindest, was es gerollt hat. Ne? Wenn du hier oben in den Log reinguckst, da sehe ich halt. Wir hatten... Im 75er 59? Nee, das war's nicht.
Hier ein 70er, 97, 70er, 93, 95, 98. Also es sagt dir zumindest, was du gerollt hast. Genau, bei X-Men fühlst du ja nur verarscht. Bei X-Men hast du das Gefühl, die haben einfach gesagt, ne, jetzt nicht. Ich sehe schwarz für unseren Nightcrawly, ehrlich gesagt. Müsste ich eigentlich herausswitchen. Dass er auf den Reichweiten nicht mehr so steht. Weil die gehen halt leider trotzdem immer auf die Zweier Range, Leute, auch wenn die Nahkämpfer an sich dran haben. Der geht halt wieder rein, ne? Aber er hat ihn geköpft. Das ist ganz gut, aber der kann nicht tauschen gerade. Das ist schlecht. Wiederum. Ne, 67, Entschuldigung. Brauche halt den Damage eigentlich von den zwei Handwaffen. Es könnte noch sein, dass hier Nightcrawly stirbt. Obwohl er in der Defense steht die ganze Zeit. So, ich muss dich mal verarschen, damit du den angreifst und nicht Nightcrawly. Hätten wir beide getroffen, wäre es gar nicht so das Problem gewesen. Dann hat er, glaube ich, komplett durchmarschieren können. So. Sehr gut. Taunt ist da schon viel wert. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kann er gar nichts mehr tun. Und blutet noch ein bisschen. He is bleeding. Schild weg von dir, du Arsch. Aber ja, XCOM 2 habe ich auch viel gespielt. Und daher kann ich sehr nachvollziehen, dass man sich ein bisschen verarscht vorkommt von dem Spiel manchmal. 33, ey. Shield Wall Armed with Shield Resistance against Ranged Weapons. Gehen mal hier hin. So, der ist raus. War da wieder einer dabei? Schild schon mal anfangen zu splitten. So, der ist down. Dann ist Nightcrawly, der hat ja schon. Dann ist er erstmal safe. Jedes Mal ins Kissen beißen, wenn ich meine 80% nicht treffe. Die haben mit 25% meinen Bro umklatschen. Ja, ich hatte es, glaube ich, einmal sogar, dass ich zwei irgendwie 15% abgekriegt habe. Nee, stimmt nicht. Mein Schlimmstes war, mein hochgelevelter Armbrustschütze stand im Highground bei Nacht und der gegnerische Armbrustschütze hat ihn trotzdem mit einem 5%er von 100 auf 0 geheadshottet. Dachte ich mir auch so. Cool. Danke, Spiel. Macht Spaß. Sehr, sehr cool. Hilf's einfach mal ein bisschen. Wait a second. Aber ist nicht einer von mir, oder? Nee, Militia Veteran war das. Okay. Alte 4, ja, so ungefähr kam es mir vor. Also, ich hab's nicht alte 4, aber das war sehr unangenehm. Ach, ihr geht mir auf den Sack. Also, das ist echt schlimm, was man manchmal abkriegt. So, du musst mal hier hochgehen, in der Hoffnung, dass wir... Stirbst einfach nicht, ne? Ich treff den Kopf! Das Einzige, was noch Armor hat! Er hat keine AP mehr, hat 5 AP und keine Body Armor mehr. Ich treff den fucking Kopf. Natürlich! Was denn sonst? Danke. Wenigstens das klappt noch, ey. So, du gehst mal ein bisschen raus, weil ich würde eigentlich gerne, dass du überlebst. Du solltest nämlich einiges an XP gesammelt haben.
Schade. Sieht. Uff, aua. Ich würde sagen, sieht insgesamt trotzdem ganz gut aus. Weg mit dir. Also, dass die Milizia sich halt rein wastet, nur damit sie wiederbelebt werden kann als Ghule, ist echt ein bisschen nervig. Kann ich ja nicht anders sagen. So, haben wir das. Aber nur die blöden Ghule. AKA Wiedergänger. 91er Chance. Hm, haben eine 99 gerollt. Hups. Oh Mann. Ach, die geht mir ab. Däh! So, finally. Ist das jetzt der letzte Kampf gewesen? Würde mich freuen, wenn das der letzte Kampf war. Bin ich jetzt ehrlich so langsam. Hey, Return to Wackerfeste. Wir haben die 4000er Quest geschafft. Nice. Das ist sehr, sehr geil. Wir haben sie vor allem ohne sterbende Leute geschafft. Also ein bisschen angeschlagen. Ja, mein Gott. Den Helm nehme ich für meine Bros. Ich weiß nicht, ob du diese Helme haben willst. So wirklich. Ich weiß nicht, ob du diese Helme so wirklich haben willst. So, Sepp ist damit auch Level 11. Plus 2 hätte ich gerne. Ich hab nur Shit, bin noch am Anfang. Ja, es wird noch. Ich hätte gerne noch ein bisschen Ausdauer, glaube ich, auf dir. Und wieder zwei Perks. Er hat den Flagel Perk schon. Bei ihm habe ich, glaube ich, überlegt, ob ich Two-Hand Flail gehe. Aber bei 47 will ich das, glaube ich, nicht machen. Und daher kriegst du jetzt Shield Expert. Für mehr Shield Defense. Das hast du schon. Killing Frenzy hast du schon. Berserk gibt dir, glaube ich, ach hier, Pathfinder oder Durchatmen. Ich glaube, Durchatmen ist wichtiger. Dass du recovern kannst. Ja, M-Lane hat es auch ein bisschen was abgekriegt hier. Generell, und du hier, Nightcrawly, ja, du, ach, puh. Ob jetzt Topsy steht oder Nightcrawly, ist es irgendwie wurscht, also der, dir geht's nicht gut. Dein Kopf ist ein bisschen lädiert. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Ja, die sind, glaube ich, nicht mehr was wert. Das sind 130er Helme, die 10 Fatigue kosten. Finde ich nicht mal geil. Die hier kann man reparieren, die sind ein bisschen was wert. Die irgendwie nicht. Habe ich denn hier noch einen Triple Pflege? Von dem habe ich denen abgesnackt. Und Kopesh, geil. Kopesh sind auch fett. Die sind was wert. Alles schön reparieren, die ganzen Schilde braucht kein Mensch. Also ich weiß nicht, 130er, also ich nehme nochmal am Anfang die 105er Helme, versuche ich zu gehen für 5 Fatigue. Die habe ich sogar noch auf Reserve hier. Hier, die hier. Kosten am 350 wert, 105er Helme. Sind eigentlich eine gute Base-Klasse, finde ich. Im Vergleich zu den 140ern, die ja schon minus 9 sind. So, der Scheiß ernst. Necro-Servants. Lass mich doch einfach nur in Ruhe, Mann. Haut ab! Ihr Arschgeigen. Ich will nur meinen Job abgeben. Jagt jemand anderen. Gibt keinen Indikator, was gut zum Repairen ist. Kommt mit Erfahrung, ja. Gut zu repairen ist auch nur, ich repaire es für Geld, also ich mehr Gewinn damit mache. Und es Pi mal Daumen, was komplett repariert, 500 an Wert übersteigt am Anfang, mache ich das normalerweise. Erstmal saufen für den Kampf, den wir hier hinter uns haben. Puff. Wait. Ne, der hat noch wahrscheinlich, ne? Der hat sogar noch, der hat richtig viel XP gekriegt dadurch. Genau. Wie ist hier der Verkaufspreis? 18, ja, das ist ja okay. Dann können wir die Sachen rausschmeißen. Die wir nicht mehr brauchen.
Weil halt die Tools gar nicht so teuer sind meistens. Dann kriegst du halt ein ganz gutes Plus raus. Aber machen viele auch gar nicht. Also mach dir keinen Kopf, wenn du das nicht machst. Ist nicht so schlimm. Da haben wir noch was. Hier haben wir noch was, was Quatsch ist. Jede Menge gute Helme inzwischen. 105 Helme will ich aber eigentlich für Leute behalten, die nicht so viel Ausdauer haben. Der gibt keine Minus Vision, deswegen würde ich den behalten für Fernkämpfer. Das weg. Firepod haben wir gar nicht wieder vergeben. 215er. 180er. Dann wahrscheinlich mal die hier wegtun. Behalte auch ein bisschen Rüstung immer in repariert in meinem Lager, weil wenn wir das wie jetzt gerade haben, dass du mehrere Kämpfe kurz hintereinander hast, finde ich sehr, sehr praktisch, einfach schnell die Rüstung wechseln zu können. Selbst wenn die Rüstung nicht ganz so gut ist, nicht so Maximalwert hat. Aber es ist besser, mit 115er Rüstungen zum Beispiel zu kämpfen, als mit 30 Rüstung auf einer 230er Rüstung. Weil ich habe immer noch dann effektiv 80 Rüstung mehr. Deswegen habe ich auch ein bisschen Sachen immer auf Vorrat in meinem Lager. So, noch ein bisschen Reparatur gekauft. Was geht jetzt hier? Hier gibt es nur die Leute, die wir schon kennen. Kann ich eigentlich mal dismissen. Dich will ich nämlich nicht haben. Und dich will ich auch nicht haben. Dann ist es einfacher, auseinanderzuhalten. So. Ja, hier gibt es ja die 260er Rüstung. Und Schulterplatten kommen die sogar auf 300. Ist dann aber eine minus 36er. 140er Rüstung. Hatte ich jetzt noch jemanden, der wirklich dick Rüstung haben will? 245. Minus 30 und 245 hast du schon. Könnte schon noch ein bisschen mehr vertragen. Weil er minus 30 mit 245 schon hat. Aber so wahnsinnig viel mehr kann er auch nicht vertragen. Also ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig. Eher Sonics, den er 230er hat. Meine 260er kaufen. Gibt es noch ein Closed Flat Top with Mail? Ne, ich will die Sachen erstmal behalten. Was mich ein bisschen wundert ist, du kriegst jetzt mal als Notbremse statt dem Gegengift das hier. So, dann müssen natürlich die Leute sich ein bisschen erholen, müssen alles ein bisschen reparieren. Wir haben hier eh keinen Auftrag. Armorer, Weaponsmith, hab ich da schon reingeguckt. Nee, hier wieder Zweihandpflege. Zumindest ein halbwegs okayer Zweihandpflege. Aber ich glaube, der ist noch gar nicht das Top-Ding, oder? Da muss ich mal kurz nachgucken. Livestalker, hallihallo, na, wie lief's? Hier wurde vorher noch gesagt, dass sich das auf jeden Fall lohnt, wenn du nicht komplett drauf gehst. Hat wenig gedauert, ja, glaube ich. Also Xan hat da nochmal nachgeguckt wohl, in der Wiki vermute ich mal. Und der hat gemeint, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du nicht komplett drauf gehst. Ich möchte aber eigentlich gar nicht gespoilert werden, ehrlich gesagt. Also nicht sagen, was man kriegt, bitte. Nur wenn dann, ob du es gut oder schlecht findest. Aber nicht was es ist, genau. Ich bin leider komplett drauf. Dödüm. Ja gut, hat sich das erledigt. Ja, Lone Wolf, Iron Man, ja. Oh hier, das wollte ich noch haben, auf jeden Fall. Die Fighting Axe wollte ich auf jeden Fall haben für meinen Axtkrieger hier. Ja. Perfekt. Haben wir die schon mal. Haben wir das geklärt. Können wir hier die eine Axt auch wieder verkaufen? Hätte ich mich fast verklickt. Na, eigentlich will ich noch einen Backliner haben, der die Wars Guide wieder nimmt. Das war echt geil, wo ich das hatte. Also einen Backliner will ich eigentlich noch wieder hochziehen. Kann mir den Wiki-Link schicken. Einfach Battle Brothers Wiki, glaube ich, eingeben. Battle Brothers, das ist wirklich der erste Eintrag bei mir. Also zumindest benutze ich das, aber hat bis jetzt für mich funktioniert. Das ist aber eine Fandom-Wiki, ich habe gehört, Fandom ist nicht mehr so geil. Monolith. Also hier gibt es einen Eintrag für Black Monolith. Ich lese nicht weiter, aber es gibt einen Eintrag für Black Monolith. Falls du das dir angucken willst.
Funktioniert. Achso, und ich wollte mal nachgucken wegen den Zweihandflailen. Kann ich gerade nochmal. Wenn wir schon dabei sind. Flail. Komm ich da hin? Hier, Flails. Nee, das ist der direkte Flail. Ich will Flails an sich haben. Und zwar würde ich gern wissen. Ha, das ist der Two-Hand-Flail ist schon das Beste. Danach gibt es nur noch die Orc-Weapon, die noch mehr Damage macht, aber unfassbar viel mehr Fatigue verbraucht. Hat minus 16, minus 30. Es gibt keinen besseren als den. Ist die Frage, will ich mit meinem Dude auf einen. Den haben wir, glaube ich, gerade umgebaut, ne? Sowieso. Das war doch, wenn dann. Ne, Ben war es nicht. Sondern Sepp war es. Dem haben wir gerade einen Shield-Expert gegeben, also hat es erledigt. Soll ganz gut sein, muss ich mal testen irgendwann. Das ist ja aber leider kein Skill, sondern das ist ein Trait. Verfaller. Das ist ein Trait, dass du, glaube ich, weniger triffst, aber dafür 15% häufiger in den Kopf. Du kriegst minus 5 Melee-Skill plus 15% Head-Hit-Chance. Ist schon ganz geil. Ja, aber musst du halt Leute haben, die einen Trait haben. Moment, aber wir haben doch hier einen Deserter. Ne, den will ich nicht haben in der Backline. Essen könnte man noch ein bisschen brauchen, glaube ich. Guck mal her. So. Die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Dafür brauchen wir auch nur 3. Nee, das ist kein Leid, das ist kein Skill, das ist ein Trade, dass die Leute eher den Kopf treffen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. So, ich würde sagen, wir gehen wieder nach Süden, weil wir wollten ja eigentlich gerade auf das Achievement hinbauen. Dass wir im Süden. Wir müssen immer noch unsere gegnerische Mercenary Company einfach mal pleppen, um uns zu beweisen. 38. Brauchen wir jetzt wieder. Keine 44? Wir haben letztes Mal doch 44 gebraucht, wo wir hier runter sind. Also, wir haben auf jeden Fall einen fetten Fight heute dann geschafft. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, da sterben mir die immer, die häufig den Kopf treffen. Die treffen irgendwie sonst zu wenig. So, hier ist wieder Mirch Sidings. Okay, das ist wieder eine Karawane nach Sonnenwehr. Für 1500. 1600 Karawane machen, um wieder direkt zurückzukommen. Oder 1900, um Ifrits zu töten. Wir warten mal kurz auf den Tag, weil ich gucken will wegen der Arena. Das mit der Flay funktioniert nicht gut. Also wenn du Einhand nimmst und auf Kopf ziehst, dann kannst du auf Zweihand wechseln, AOE-Swing machen, aber triffst nur den ersten 5% auf Kopf. Der AOE-Swing ist aber auch nicht der Skill vom Flay, wo du immer auf den Kopf triffst. Aber der Flail hat halt einen relativ hohen Bonus, Kopf zu treffen. Von daher, das mit dem 100% Kopfhit. Du, achso, ihr meint was ganz anderes. Es gibt einen Skill, dass wenn du einen Kopf getroffen hast, der nächste Hit auf jeden Fall wieder ein Kopftreffer ist. Livestalker, den meinst du, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob Verfaller den auch meint. Das kann sein, dass da erst nur der eine nächste Hit ein Kopfhit ist. Ja. Hyenas, Four of the Giggling, 4 Hyenas sollte aber wieder machbar sein. Für 1200. Ja. 4 Hyänen haben wir doch schon ein paar Mal platt gemacht. Hier, let's go. Sono geht da wieder rein. Wo haben wir denn unsere Kämpferlein? Sepp geht rein. Du warst noch, ne? Die Leute nur mal entsprechend zusammenstellen kurz, damit die auch schön zusammen spawnen. Und ihr macht das so in der Mitte. So. Let's go! Das ist, wenn du gesagt hast, den normalen Skill vom Flail, der erhöhte Chance. Achso! Doch, der Flail schon. Der Flail hat einen Skill, wo du, glaube ich, 100% triffst, wenn du triffst. Also 100% Kopfhit hat. Stehe irgendwie schlecht, glaube ich. Oh, ihr kommt noch ran, das ist aber nett von euch.
Der hat schon mal eine Arterie geschnitten bekommen. Ja, das Overwhelm ist jetzt natürlich unangenehm. Dadurch, dass der jetzt irgendwie 9-mal Overwhelm abkriegt, der trifft diese Runde nichts mehr. Der hat wahrscheinlich 5% Hitchance. Aber wir müssen halt hier unten wegmachen, die beiden. Dann arbeiten die sich vor. Durch die Hyänen. Könnt ihr trotzdem ganz gut tanken, die Jungs. Und 54% hat noch gereicht. 16, ja geil. Hat noch gereicht für einen Hit. Ich bin echt überrascht. Also ja, der... wenn der Flail dran ist, kann ich es zeigen. Ist das, was ich meinte mit dem... Oh, der ist schon fast so tot. Hier, da gibt's ein Skill has 100% chance to hit the head. Aber das braucht... Moment. Das soll ganz gut sein. Aber 15%... Es gibt auch noch einen Trade, dass du 15% häufiger in den Kopf triffst. Aber da, der hat 100% Kopftrefferchance. Was halt ganz... Was ich auch ganz cool ist, weil du... Wenn hier zum Beispiel du siehst ja, dass der zum Beispiel keine Arme auf dem Kopf hat, dann kannst du halt einfach da drauf gehen. Um ihn zu killen. Wir kommen langsam durch. Relativ viele Hits inzwischen, die ihr abkriegt. Trade für Kopftreffer schon, solche Brute gibt nur 15% mehr Damage auf Kopftreffer. Ach so! Nee, es gab auch einen. Sicher? Er hat doch irgendwann mal 45% Kopftrefferchance, oder? Nee, 15% Kopftrefferchance. Nee, Damage to Head, vergiss es. Dann ist es Brute mit Flails. Entschuldigung. Zahn hat recht. Der Juggler gibt 10% mehr Kopftrefferchance. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ihr seht, ich lerne auch immer noch dazu. Und die Hyäne hat irgendwie keine Lust mehr zu kämpfen. Kann mir gar nicht vorstellen, warum. Aufgeschnitten. Ich habe Quatsch erzählt. Jupp. Wir haben wieder 1000 einfach mal so gemacht. Also das ist ganz geil, wenn du gute Leute hast inzwischen. Dass der gute Herr hier mehr als doppelt so viel Spielzeit hat wie ich. Wow. Wow. Da kommt wieder der... The Flame aus dem Hintergrund, den überlege ich mir immer noch, ob ich den haben will, ey. Determined und Quick ist schon geil. Und dann halt einfach Nimble. Den Nimble Dodge. Der sollte eigentlich auch wieder sehr, sehr viel tanken können und wenig getroffen werden. Ein Gladiator. Die sind, glaube ich, auch sexy. Wenn sie gut rollen. Hate for the Undead ist schon mal sehr, sehr geil. Und Showzeit ist wurscht. Könntest du zum Flailer machen? Den hier? Warum? Warum soll ich den zum Flailer machen? Mit viel Resolve, Inni und Trefferchance. Viel Resolve, Inni und Trefferchance. Warum ist das gut für einen Flailer? Das muss ich mir mal erklären, Xan. Achso, weil ein Fearsome und Overwhelm. Ah. Ja. Okay, ja klar, doch. Weil dann brauchst du ja viel selber Resolve. Überlege ich mir noch. Mal kurz hier gucken, weil der sieht, glaube ich, auch gar nicht so schlecht aus. 11 Defense als Start, gute Resolve, schlechte Ausdauer leider. Aber der könnte unser Backliner werden. Ich wollte noch einen Backliner mit der Warsguide haben und der hat, glaube ich, schon irgend sowas ähnliches. Den würde ich ganz gerne mal mitnehmen. So, jetzt muss ich kurz gucken, wen hatte ich denn jetzt zuletzt noch nicht? Der ist nämlich eh schon Level 3. Was hat denn der hier für ein Ding? Swordlance. A sweeping strike in a wide arc that hits three adjacent tiles and counterclockwise order over some distance. Be careful around your own man unless you want to relieve your payroll. Wer nicht so viel Fatigue hat, eventuell sogar Duelist als Skill und dafür als Schild weglassen, muss halt aufpassen, dass er nicht im Melee stirbt. Ja. So. Muss erstmal kurz gucken. Wer ist denn der gute Mann? Falla hatten wir jetzt zuletzt. Svenno. Den haben wir jetzt geopfert. Den Opfern wollte ich zuletzt ersetzen. Moment. Wir hatten Code Blue geopfert. Deswegen nehme ich den wieder rein. Code.
Frag mich nicht, also das ist übrigens seine Schreibweise, ne, mit V. Genau, danke. The Gladiator. Ups. So. Jetzt mal kurz der Vergleich mit der War Sky. Das Ding macht 60 bis 80, 30, 90. 30, 104. Die War Sky ist gegen Rüstung geiler. Ist auch ein bisschen schwerer. Der Top Damage ist sogar gleiche. Ich glaube, weil es nur der 5 Milli, also unterer Damage ist, würde ich glaube ich sogar die War Sky nehmen. Ich glaube, es ist der gleiche Skill, nur mit einem anderen. Ja, es ist beides Reap. Und sind beides Pole Arms. Hat aus irgendeinem Grund hat er hier einen anderen Skin. Also eine andere Optik. Und ich habe schon länger gemerkt, ich bin gerne in der Thematik und in Stats-Strategien des Spiels dabei, selbst wenn ich es selber nicht aktiv spiele, wie man in Dota sieht. Keine Ahnung, wie gut du in Dota dabei bist. Witzigerweise ist die nur. Also, ne? Das kostet fast das Doppelte, die Swordlands. So. Achso, jetzt muss ich mir aber auch noch ein Helmchen geben. Wenigstens ein 90er Helmchen soll es schon sein. Und irgendwie eine minus 8er Rüstung hat er jetzt. Hätte gar keine Ausdauer, das ist halt echt nicht so geil. Ja, dann behaltest du die 100er Rüstung. Deine Gladiatorenrüstung erstmal. Kriegst das noch dazu. Hier, zack. So. Das würde ich jetzt nicht machen, weil die Gladiatorenrüstung hat schon was dran gebaut. Plus 3. Plus 3 wäre ganz gut. Und die plus 3 nehme ich, glaube ich, auch nochmal mit. Die plus 3 nehme ich nochmal. Die plus 4 würden mir gefallen. Und die plus 4 wahrscheinlich. So, und jetzt kriegst du Kolossos. Und was zum Lernen. Die sind mich eigentlich so weit auseinander aufgestellt gerade, das ist irgendwie Quatsch. Ach so, weil ich die Leute wegen dem... Ja, ich hab's wegen dem Dingens zusammengestellt. Haben wir noch einen Hund übrig? Nee, den Hund haben wir inzwischen verteilt. Ich bin schon mal langsam ins Schlafzimmer. Ich schau noch ein wenig auf dem Handy weiter. Ich schreibe da aber nie was. Alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Eigentlich will ich ja so dastehen. Ich glaube, ich habe meine Leute gerade ungünstig verteilt. Weil Mozzarella-Bräune inzwischen tanken kann. Ich glaube, so ewig, muss ich ehrlich sagen, mache ich auch nicht mehr. Muss ich zugeben. Moment, jetzt soll ich den anderen Dude noch eventuell mitnehmen, ne? Hier, den. Versuchen wir das mal. Dann bist du jetzt Sven oder Zweiter. So, und hier fällt mir wieder ein, hier ist Code Blue eigentlich schon der Dritte, weil das den Zweiten haben wir ja geopfert. So, dann kriegst du jetzt noch ein Köpfle dran. Was, ich... Es wurde sich beschwert, dass ich spoilere. Wie, was, spoilere? Was? Mega entspannt hier, danke. Das freut mich. Ich zocke ja auch einfach nur ein bisschen vor mich hier. Von meiner Freundin, habe ich schon fast vermutet von der. Wer soll sich denn sonst beschweren, dass ich spoilern würde? So, hier ist der Triple Flay, den kriegst du direkt mal in die Hand gedrückt. Auf der Hoffnung, dass du irgendwas damit hittest. 76, ja doch, du kannst noch das, vielleicht lieber so rum. Weil Sono meinte, sie streamt heute noch. Ja, sie hat ja, ja, ich hab vorhin mal erwähnt, dass sie eventuell noch streamt, und sie hatte eigentlich fest vorgenommen noch zu streamen. Und daher kann ich ja nichts dafür, dass sie das dann doch nicht so macht. So, die plus 5 waren schon mal gut, dann wollen wir hier auf jeden Fall das, wir wollen auf jeden Fall noch HP skillen. So, jetzt haben wir halt Leute, die wir irgendwie demnächst nochmal trainieren müssen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Da bräuchten wir jetzt einfache Quests zum Trainieren. Polearm Two-Hand. 30, 140. Chance to hit head 21% extra. Joho! Joho! Habe ich irgendwelche Polearm? Ich habe nur den als Polearm drin, ne? Und er jetzt mit der Warsguide.
Aber das ist keine Wars Guide. Pike, like, das ist genau das, was zum Rand ist. Das ist eine Billhook-Version. Einfach Quests zum Trainieren, wie wäre es dann mit Necro-Servants? Genau. Genau die einfache Quest habe ich gesucht, Xand. Genau die. Ja. Das Geld will ich eigentlich nicht ausgeben. Sind wir ehrlich, 9000? Nee. Wenn ich es kriegen würde, wäre cool, aber die ist schon ziemlich teuer dafür, für das, was sie ist. Übrigens ein Problem. Das sind jetzt 19. Ich muss mich ein bisschen jetzt an denen orientieren, weil ich meine Schilde, meine einfach alle verkauft habe. Als Verkaufspreise. Das brauchen wir auch nicht. Zwermühl. So. Alchemist, Tempel. Hier war kein Armorer, ne? Nee. So, dann hätten wir hier Karawane nach Sonwehr. Das müsste eigentlich okay sein. Würde ich sagen. Und da Ricky hier so gut steht, machen wir den mal rein. Frage ist, wollen wir M-Lane auch direkt ersetzen? Wahrscheinlich nicht. Wir haben ja jetzt. Könnten Topsy ersetzen hier vorne. Mit Svenno, den zweiten. Was? Buckler über 9, Wolfspelz über 100 und Smallshield über 20 sind gute Preise. Beim Buckler habe ich das Gefühl, wird es irgendwann sehr unklar, was ein guter Preis ist und was nicht. Wolfspelz. Moment, Wolfspelz über 100. Du nimmst. Wolfspelz ist auch ein Handelsgut. Ah ne, das Crafting-Gut meinst du, Wolfspelze, nicht die normalen Pelze. Ja, beim normalen steht über 20, weiß ich. Ich muss nur gerade umrechnen, weil die halt 200 wert sind. Das heißt, wenn es bei denen an die 40 rangeht, dann haben wir gute Preise. Ich muss mal kurz das nicht vergessen. Wir haben hier, glaube ich, verfallende. Ne, haben wir nicht. 7 Tage, 7, 5 Tage. Das, was am ehesten verfällt. Und die nehmen wir jetzt mal mit, weil die haben wir für 460 ging's und wir haben es über 500 verkaufen können. So. Also, let's go, Karawane. Auf nach Norden. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich könnte kotzen. Die Lindwürmer gehen uns doch auf jeden Fall an. Raus mit den Neulingen. Raus mit den Neulingen. Wir brauchen alle, die wir haben. Das sind vier Stück. Das sind fucking Lindwürmer. Ich will einfach nur raus. Das ist eine Karawane, dann nicht einfach versucht abzuhauen. Ich weiß nicht, ob ich vier Stück schaffe. Muss gucken, ob ich eventuell einfach abhaue. Aber dass Lindwürmer hier kommen, Alter. Okay, hier haben wir schon mal ein High Ground. Wir werden zum Glück immer vor ihnen dran. So 99%. Wir müssen den High Ground nehmen. 4 Lindwürmer immer noch besser als 6 Schrade. Weiß ich nicht. Weil die haben ein bisschen viel HP. Und diese komische Acidic-Bums-Scheiße macht es nicht besser. Dass immer alles von denen sonst wo Damage kriegt. Und dass sie hier schon wieder die Sache reinbringen. Wenigstens kämpfen die Jungs mit. Der ist ja auch relativ neu. Ach nee, ist er nicht. Ist er nicht. Ich werde hier schon wieder jemanden rausswitchen müssen. Weil wir sonst ein Problem haben. Ich kriege aber nur einen Overwhelm auf dem scheiß Schwanz. Das ist ja unangenehm. Das ist ja super unangenehm.
Moment, aber die, warum haben die kein SS Dingsbums? Doch haben sie, oder? Jetzt? Ach, erst wenn ich ihnen HP-Damage mache. Wuffi! Lenkt ab! Au! Aua! Aua, aua! Also, Lindwürmer sehe ich mich gerade nicht. Ich glaube, das werde ich neu laden und die scheiß Karawane abandonen. Weil der hat jetzt schon so viel Damage wieder abgekriegt. Ich müsste den eigentlich switchen. Kann ich zweimal switchen in einer Runde? Nope, kann ich nicht. Ja, und Multi-Attacks sind auch eine Katastrophe. Gegen die Kacke. Ja, Wuffi, lenk ab. Sehr gut. Das ist alles, was ich von dir will. It's all. Ist das immun? Ja, ist immun zu stunnen. Er ist zumindest gedazed jetzt. Wir tauschen immer wieder. Erp. Damit, wen hat er gekillt? 123 Damage, ne? Wen hat er gekillt? Topsy hat er gestruck downed. Ich bin nicht vor denen dran, ich kann sie nicht overwhelmen. Ist nicht möglich. Uiuiuiuiui. Also, ich bin wenig vor ihnen dran. Sag mal so rum. Echt so hart zusammen, das ist so übel. Ich arbeite daran, einen Platz zu machen erstmal, ne? Wir haben 4 vor uns. Wir sind auf 420 HP runter mit ihm. Bluten zumindest. Sie bluten! War aber nicht meiner, oder? Jetzt kloppen sie meine kaputt. Nee, Leute. Nee. Einfach nein. Das ist übel dämlich. Wenn die Karawane da weiter will, es ist mir scheißegal. Halt. Flee. Das ist mir jetzt wurscht, ich bin hier raus. Tschüss, Lindwürmer, macht euren Scheiß alleine. Kämpft doch nicht gegen Lindwürmer wegen der scheiß Karawane. Dass ihr da überhaupt reinfährt. Ich sag ja, ich muss Karawanenquests langsam sein lassen. Die sind einfach nur dämlich. Eieieiei. Jetzt haben wir natürlich wieder viel von unserem Goodwill auf dem Südstaaten verloren. Erstmal ein Saufen dafür. 3 Sterne. Overgrown Stronghold for Sucking Cove. Recognize those places. No, of course not, but I want you to go to each, root out the evil lies in them and come back. Short and simple. 6000. What? Nur mal aus Interesse, wie hoch geht das? 6600, 6660. Mehr will er nicht.
Das ist es nicht wert. Nee. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Alter. Nee, Lindwürmer kann ich nicht empfehlen, Leute. Also Lindwürmer kann ich echt nicht empfehlen. Gar nicht. Hier, 533. Haben wir schon wieder Plus gemacht, das zu verkaufen. Das kaufen. Haben wir jetzt den Cook zufällig gerade? Wenn wir das alles gekauft haben. Den Alchemisten nutze ich ja kaum noch. Hier, der Cook. Ah ja. So. Jetzt haben wir den Koch und den Surgeon. Damit sollten unsere Leute sich deutlich schneller erholen. Ich gehe wieder nach Sandfels. Da war es eigentlich auch ganz witzig. Also vier Stück davon brauchst du so gute Dodge-Fähigkeiten. Weil ein Hit hat über 120 Damage gemacht von den Dingern. Ich muss... Hired by Sandfels. A few Wardogs, many Mercenaries. Wie gut stehen wir mit Sandfels? Friendly. Engage! Oh, es ist Nacht. Das ist natürlich suboptimal. Dass wir da noch einen Rangy dabei haben bei Nacht. Aber es ist nett, dass wir einen Confident Booster kriegen. Ist jetzt aber unfair, dass ihr den High Ground habt. Ein 78er, den ich treffe. Eieieiei. So. Find's doof, dass du da oben stehst. Turn down Mercenary. Ich kann hier reinsteppen, ne? Und dir einen schönen Hit geben. Und mit dem kann ich dich sogar direkt noch umlegen. Guck mal, dann können wir noch hier noch einen Wuffi hinsetzen, der den anderen Wuffi angreift. Weil eure Wuffis haben nämlich keine Rüstung, Idioten. Kann Sonics das? Wir stellen dich mal hier hin. So, und dann gehen wir hier hinten rein, in die Backline von den Jungs. Und die schieben wir auch hier runter. Ja, die Frage ist, wo gehen wir jetzt mit dir hin? Wahrscheinlich hier unten irgendwo ein bisschen. Da haben wir unsere Ambition, dann nehme ich endlich mal dann. Auch wenn uns Sandfels dann nicht mag, aber das nehme ich in Kauf. Sandfels mache ich eh nicht viel drin. Gehst mal hier hochhelfen, würde ich sagen. Darf ich dich noch runterschubsen? Hm. Ich gucke dir einen Platz, wo ich dich hinschubsen darf, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Okay, unser Hund hat Bock. Okay, die haben Overwhelm. Unangenehm. Und unser Hund ist gestunt. Das ist auch unangenehm. Und den Overwhelmen. 30%. Nope. Der hat einen Overwhelm Armbrustschützen? Das ist ja super ineffektiv. Die haben alle Overwhelm. Nevermind. Ja, einfach fucking alle Overwhelm. Das war ein guter Hit. 40, 24, 26. Nice. Das finde ich schon mal geil. Wir haben schon mal einen ihrer Hauptleute einfach im Highground getötet. Einfach geplättet. Guck mal, schon mal das Schild. Leute, hat mir eine Einhandachse mit einem Hit das Schild weggemacht? Fuck. Das verpasst. Juden. Servus.
72er Hit. Nehme ich. Warum nur zu Bögen mit Overwhelm? Ja, der Bögen mit Overwhelm ist auch smart. Aber eine Armbrust mit Overwhelm? Hört sich für mich falsch an. Nein! Einmal zu viel Oft-F gedrückt. Dass der immer noch so eine halbe Sekunde wartet, bevor weiter springt zum nächsten. Ja, der Hund ist leider down. Switch mal kurz. Guten Tag. Wie geht's Ihnen so? Ah, Sie sind tot. Das ist natürlich schlecht. Schlecht für die Gesundheit, so zu sterben. Und Schilde mag ich gar nicht gegen mich. Also diese Zweihand-Klio machen einfach einen Schaden. Das ist ja... ist ja übel. Komm hier ran, hallo. Ich kann hier rumgehen. Ah, jetzt wollen sie laufen. Jetzt wollen jede Menge von denen laufen. Overwhelm ist auch ganz gut für die Dolche dann, wenn du mit Dolchen kämpfst. Guten Tag. Nicht weglaufen. 170 Looter. Was? Wuffi, lauf nach unten, bitte. Yes. Hol ihn dir. Wuff, wuff. Bravo, Wuffi. Auf geht's. Wo hast denn du 170 Looter gefunden? Waren das nicht einfach nur absolute Opfer, die Looter immer? Dachte ich zumindest. Ach ja, die kommen ja wieder, da war ja was. Ja, wir hatten ja eine Untotenplage. Da war ja was. Ja, sind sie, aber die werden selten mehr als 20. Ja, ja. Ich bin jetzt mal hier, dass wir ihn dann nächste Runde angehen können. Ich komme hier nicht runter. Wegen Höhenunterschied. Hier geblieben. Der hat sogar geschafft, mein Dude zu stunnen. What the fuck? Die sind gar nicht so scheiße, die Jungs. Okay, die sind wirklich gar nicht so scheiße, die Jungs. Achso, jetzt gibt's noch den untoten Dude. Komplett vergessen. Schön abgedolcht. Geil. Ja, das war unsere Ambition, würde ich sagen. Endlich mal fertig gemacht. Ja, Sandfest ist nicht mehr so happy über uns. Wir gehen mal weg. Wie schlimm ist es? Unfriendly. Okay. Some Caravan Hands, die sind übelste Opfer. Ich meine, ich will Sandfest ja nicht komplett verärgern für immer und ewig. Es ging nur darum, dass unsere Ambition war, defeat another Mercenary Company. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, waren das Mercenary Companies. Oder eine davon. Raiden! Krieg! Ich rieche Krieg! Nee. So, jetzt können wir erstmal hier den Leuten ein bisschen Training spendieren. Sandfest, nein, Sandfest muss nicht sterben. In Sandfest gab es, glaube ich, irgendwas. Gab es ja nicht. Warte mal. Da gab es, glaube ich, irgendwann mal ein Trading Good. Ich glaube sogar Salz oder sowas. Also machen wir halblang. Wir brauchen das noch. So, den Cook haben wir jetzt. Wir müssten mal die Sachen reparieren, die wir jetzt gekriegt haben gerade. Ja, die Sachen zum Beispiel. Das. Wir haben Warbow gekriegt. Das ist eigentlich voll geil. Also die Mercenaries haben Ausrüstung. Kann man mal so sagen. Ach,
hier der Nordic Helm und sowas. 200er Helm von denen gekriegt. 130er Helm von denen gekriegt. 125er Helm. Lassen sich nicht lumpen, die Jungs. Lassen sich nicht lumpen. Immer noch Quatsch drin. Ist das nicht einfach nur zum Verkaufen? Ja. Aber 16er Preis ist halt nicht so gut. So, jetzt haben wir natürlich keine Aufgabe mehr. Dann gehen wir nach Brunndorf hoch. Ich mache hier nicht... Geht hier sowieso nicht. Ich habe keine permanente Zerstörung an. Ich kann Susanne Fels gar nicht permanent zerstören. Das, wenn ich wollen würde. Aber will ich ja gar nicht. Die gehören ja vor allen Dingen zu einem von den Adelshäusern. Ich will mir einen von den Adelshäusern mich eigentlich einmal gut stellen. Ich hab noch nicht geschafft. Hier ist eine Hexenquest drin, wo wir wetten. Ja, der hat sich mit der Hexe eingelassen. 1200. 1230. Sollte eigentlich machbar sein. Aber in unserem hohen Resolve, die wir überall haben. Können wir da einen von den neuen vielleicht reinnehmen? Dann nehmen wir das raus und geben das mal einen Code Blue und machen den, würde ich sagen. Probieren wir das mal. Wir hoffen, dass er uns nicht komplett zerschnetzelt. Ambition fulfilled. Wuhu! Company Renown increased. Finally! Haben wir es geschafft. Muss einfach mal einfach irgendjemanden angreifen und plätten. Einfach nur, um mich zu beweisen. Ich wollte einfach nur zeigen, ich bin halt einfach der Beste. Bin halt einfach der Beste. Moment, die greift mit Raidern an? Eine Hexe mit Raidern? Was? Die hat echt Raider gecharmt. Ich bin verwirrt. Hat nicht funktioniert. Haha. Du gehst schon mal weg. Nicht, dass du irgendwie komisch abgesniped wirst. Weil du bist ja unser Ziel. Ach so. Jetzt wird also rumgeworfen. Irgendwelche komische Kacke. Du wartest auch mal kurz ab. Komm hier bis hierhin. Geh ich mal dahin. Geh mal dahin. Ich bin jetzt einfach straight drauf. Eigentlich will ich außen rumlaufen mit ein paar Leuten. Schön breit ziehen alles. Highground sichern. 66. Geil. Gönnen wir uns. Gönnen wir uns. Ich kann aber hier noch reinlaufen, wenn sie mich wollen. Wenn sie theoretisch unbedingt wollen. Jetzt nicht mehr. Ja, ja, geh da irgendwo hinten hin. An dich. Ja, das habe ich fast vermutet. Und der ist gedoomt. Weil wir schon zu nah an ihr dran sind. Wie jetzt versuchen sie zu treffen? Wahrscheinlich nicht. Machen wir dir erstmal das Schild weg. Schade. Dass die Warsguard hier rumlümmelt, ist ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen den irgendwie... Oh shit. Ah, er kann angreifen. Sehr gut. Dann schild er einfach so da. Das ist für mich okay. Du gehst mal außen rum. Und du machst mal den und text unseren Dude, damit er nicht irgendwen Unfug macht. So. Kriegt einen Overwhelm rein. Du wartest ab. Für den Fall, die können ja keinen Doom mehr jetzt machen. So, du versteckst dich da im Busch. Perfekt. Das, was ich von dir will. Ah, hat nicht funktioniert. So, du hast keinen Doom mehr.
Du hast keinen für dich gecharmt. Sehr, sehr geil. Ich meine, wir sind einfach sicher auf der richtigen Seite. So. Wir sind jetzt wieder entspannt. Shield Split. Macht, glaube ich, nur 16, oder? Ne, 26. Dann weg mit dem Shield von dir. Hat er wieder einen 69er nicht gehittet hat. Das ist wieder so traurig. Das sind 5er Hits, die er hier macht. Sehr schön. Jetzt nächste Runde doomt sie leider wieder. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Leiten wir erstmal die Leute auf, die ihr helfen. 71? Yes, Hexe down. Easy. Ganz entspannt die Hexe hinten rausgefischt. So, jetzt können wir euch platt machen, die ihr dumm genug wart, nur weil die hübsch aussieht, da irgendwie in ihre Dienste euch zu stellen. Machst gar nichts. Du auch nicht mehr. Du kriegst sogar einen Kill für ein Level Up. Sehr geil. XP auf dir sind sehr, sehr viel mehr wert als auf allen anderen. So, 80 oder 63? 80 it is. Dead he is. Ich glaube, ihr habt gleich keine Lust mehr. Erstaunlich, wie lange sie durchhalten. So, Schild ist weg. Kopf ist ab. Liebe meine. Also wie übersetzt man Cleaver eigentlich auf Deutsch? Weil der. Das erste ist ja ein Fleischermesser. Guten Abend, Xan. Viel Spaß. Aber wie übersetzt man Cleaver auf Deutsch? Beil? Beil, wahrscheinlich, ja. Recht. Eigentlich ist das die einfachste Übersetzung mit Beil. Nice! 230 XP auf unserem neuen Mystery Shit. Beil, Machete, Hackmesser. Dann wahrscheinlich eher Beil. Kampfbeile. Machete. Wobei Machete schon am ehesten, oder? Oh, 230. Let's go. Dachte ich jetzt. Ich hätte es sogar am ehesten gesagt. Meinst du nicht? Hier ist ein Kram, den wir nicht brauchen. So, Sachen, die kaputt sind. So Mini-Müll-Sachen. Wie ist der Verkaufspreis hier? Habe ich die anderen Sachen? Ja, nicht so gerne verkaufen. Nee, nicht so gerne verkaufen. Beil ist die erste Übersetzung. Ja, dann halt Kampfbeile, würde ich mal sagen, in dem Fall. Weil die sind ja schon, das sind ja nicht die üblichen Beile. Also, was wir hier haben. Moment, das ist ja nicht das übliche Beil. Das ist ja schon für ein bisschen mehr gemacht. Aber ich würde sagen, es reicht auch von meiner Seite jetzt. Ich speichere die Kampagne. Und da geht es dann nächste Woche weiter. Ich bin nämlich ein Wochenendstreamer.